Jetzt muss ich kurz was gucken. Ich gehe mal tricksen. So. Wir müssen es von einem einen Fenster zu diesem Fenster hier schaffen. Ist nicht so einfach, aber wenn man es schafft, kriegt man diese eine Kugel. Denn wenn man diese Tore losmacht, wenn eine Kugel nach oben geht, wenn ein Tor nach oben geht, geht das dahinter nach unten. Ich demonstriere euch mal. Guck mal, jetzt sehen wir das Podest gar nicht, wo die Kugel drauf ist. Wieder was gelernt. Oder auch nicht. Ich habe nichts gelernt. Ich wusste das schon. Tür auf. Also in Spyro 2 haben sie wirklich so ein kleines bisschen Rätsel mit eingebaut. Oh, und jetzt kommt ein Level, den mag ich zwar persönlich ganz gern. Aber es nervt mich, dass wir schon wieder den Sack dazu brauchen, um den Level zu betreten. Sag mal, Spyro, siehst du diese Mauer? Du willst sicher wissen, was auf der anderen Seite ist. Wenn ich ein paar mehr Edelsteine hätte, wüsste ich, wie man die Mauer niedriger macht. Ja, die funkelnde Schönheit dieser Edelsteine hat mein Gedächtnis wieder auf Trab gebracht. Tor unten. Okay. Es ist also nicht das Tor zum Drachenufer. Aber Aquaria ist auch ein hübscher Ort. Ich wohne selbst dort. Das ist wahr, wir treffen unterwegs nochmal. Damit uns noch mehr Geld abzocken kann. Die ganze Welt dreht sich um mich. Ich bin nur ein Egoist. Nice Geldsack. Sind schon fiese Arschlöcher. Gut. Die Mächtigen mit den Elektro-Sticks haben unser Wasser abgelassen. Wir kriegen es nur zurück, wenn jemand den Schalter betätigt, den sie bewachen. Die Typen mit den Elektro-Sticks sind fies. Gestern haben sie aus Werner, unserem Riesentintenfisch, Tintenfischringe gemacht. Das ist fies, aber um echt zu sein, mag ich Tintenfischringe. Manche Leute finden es ekelhaft, ich nicht. So. Hier liegt ganz viel Zeug rum. Also, weil es natürlich zum Schwimmen gedacht. Kommen wir eigentlich nicht hoch. Ich werde es auch nicht machen, weil dann komme ich nicht mehr da weg. Und so, betätigen wir den Schalter. Das Wasser nach oben ablassen. Und eine Absaugpumpe bestimmt. Gut. Jetzt, wo das Wasser da ist, hat sich das hier ein bisschen verändert. Es ist plötzlich alles anders. Ah, ich vergesse ja gerne mal was. Jetzt sehen wir uns mal. Ja, der hat eine Kabel geblitzt, Dings. Hat die uns getroffen? Ja, hat sie. Stirb! Du auch. Oh, ich hasse dich. Okay. Stirb. Ich fand damals schon ganz lustig, dass die Krabben plötzlich in alle Einzelteile zerfallen, wenn man die trifft. Finde ich heute auch noch ganz witzig, aber das interessiert mich jetzt eher weniger. Und diese Metallhaie, da machen wir lieber einen Bogen drumherum. Die sind nämlich nicht besonders nett, die Jungs. Ich da rein. So, hier ist kein Edelstein drauf. Da auch nicht. Gut. Also nur. Die Schafe sind auch cool, die haben so eine Unterwasserhaube. Hm,
umdrehen. Da Fug. Krabben an der Wand. Scheiße, das glaube ich jetzt hier. Ich glaube nicht, dass wir so viele Feinde brauchen, wenn wir einen Powerpunkt aktivieren wollen, der ganz am Anfang des Levels war. Das ist also, damit wir das, was wir hier jetzt kriegen, nicht mehr brauchen. Hi, Spyro! Du bist härter, als du aussiehst, um es hierher zu schaffen. Du wirst auf keinen Fall an den Metallhain vorbeikommen. Aber ich könnte dir wohl mein U-Boot leihen. Gegen eine bescheidene Gebühr natürlich. Ja, ja, typisch. 100, oh, es ist noch preiswert. Es ist ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen, Spyro. Das U-Boot ist 100% haisicher. Das garantiere ich. Ist doch besser, sonst kriege ich ihn einen fetten kleinen Arsch. Das Gute ist, wir müssen diese Gebühr nur einmal zahlen. Wenn wir dann das halbe U-Boot benutzen wollen, müssen wir nur Geldsack anlabern. Du kannst allerdings immer nur vom Geldsack aus verwenden. Und hier aus nicht. Und da runterspringen wollte ich auch nicht. Das macht er automatisch. Genauso wie das da hinlaufen. Daneben! Ah, hier! Lacht sich einen ab. Und wo er nicht mal getroffen hat. So. Das ist ja nichts gut. Was am Marsch! Ja, und das war noch der letzte. Ab jetzt ist alles unter Wasser. Das heißt aber auch, ich kann hier auch in die Edelsteine einsammeln. Ja, Krabbe. Krabbe. Trolliger Blick. 2. Und das letzte tolle Schaf für ihr. Ja. Unsere Welt ist wieder nass. Wir alle möchten, dass du diesen Talisman von Aquaria als Erinnerung an uns erhältst. Oh, das ist aber nett. Das ist aber echt nicht nötig. So eine Muschel finde ich auch nicht im Strand. Als erstes die Metallhaie. Die nerven mich am meisten. Und zu euch. Wir dürfen nicht zu nah rangehen, weil sonst können die anderen auf uns zuschwimmen. Punkt ist ein bisschen zu low, um weiterzugehen, deswegen muss ich nochmal zurück. Ich meine, die andere Richtung ist eh die kürzeste. Ja. Gut, hier ist noch nichts. Dafür ist da was. Hinten rüber schwimmen tun die nicht. Das ist gut so. Ihr braucht noch nicht zu lange da stehen, um zu feuern. Ihr müsst einfach nur ein bisschen die Reichweite kennen. Und die Geschwindigkeit. Damit haben wir das, was wir mit dem Powerpunkt anstellen müssen, auch schon geschafft. Und deswegen müssen wir noch ein paar andere Aufgaben erledigen. Die warten allerdings nicht hier unten, sondern... Weil von irgendwo kommt das Wasser ja her. Dieser Angang war vorhin auch noch nicht da. Okay. Oh. Was habe ich gemacht, dass ich so müde bin? Ich bin nur umgekehrt. Na, ich bin ein fauler Mensch. Welchen tun, aber sitze ich rum. Euch ist bestimmt ähnlich. Als erstes sammle ich hier alles ein. Oh, nein, ich habe gar nichts mehr.
Königseepferdchen. Das ist auch gleich dran. Wo wir schon mal Seepferdchen sind. Es ist ein bisschen peinlich mir zwar, aber es ist wahr. Ich habe erst nach der 4. Klasse gelernt, wie man schwimmt. Vorher immer abgesoffen. Ohne Witz. Ist so. Das war echt nötig und ich hatte auch ein bisschen schlechte Erfahrungen gesammelt, wenn ich ganz ehrlich bin. Nämlich, wir sind öfter ins Hallenbad gegangen als ins Freibad, weil das nicht immer so voll ist. Und man auch da keinen Sonnenbrand bekommt. So, da bin ich dann einmal fatal ausgerutscht, dass eine Stelle auf meinen Beinen geblutet hat. Ihr könnt euch vorstellen, das hat er im Chlorwasser gezogen und zwar richtig fies, wenn ich damit ins Wasser gegangen bin. So, du kommst doch gleich eh wieder runter, aber ich gehe trotzdem nochmal. Weil es hier Edelsteine einzusammeln gibt. Einem der Gebieter. Irgendwann die ganze Reihenfolge rückwärts. Stimmt, finde ich das. So. Das U-Boot-Schild der Wagenkönig ist natürlich wieder bei Geldsack. Und das ist auch lustigerweise die einzige Stelle, die nicht komplett unter Wasser ist. Weil sie keinen Luftzugang hat. Nehme ich an. Man könnte gerne versuchen, hier reinzuspringen von uns aus, aber das klappt nicht. Auf den Geldsack. Ich werde ihn aber nicht verwenden. So, hier müsste es dann sein, ja. Ist hier, vergesse ich. Schon krank, so oft vergesse ich die. Scharf, 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 scharf. Umdrehen, umdrehen, umdrehen. Scharf. Nichts hier nach oben. Und gut, die lustigste und auch schwierigste Aufgabe zuerst. Jäger. Ich habe versucht, meinen neuen Hausaufgaben zu zähmen, aber er will nicht gehorchen. Hey, du hast die richtige Größe, um auf seinem Rücken zu reiten. Oh ja, jetzt werden wir ausgenutzt. Toll, spring auf seinen Rücken und steuere ihn durch alle Blasen, die erscheinen. Und vergiss nicht, dass er nagelneu ist, also versuch bloß keine Bollen oder Kratzer reinzumachen. Hat auch eine Nitro-Anlage. Gut, der erste Parcours ist recht einfach. Aber durch alle Ringe steuern, das ist recht einfach, der reagiert ganz gut. Nicht zu weit lenken, euch da vorbeifliegen. Das passiert gerne und schnell. Gut gemacht! Ich denke, da beschuldigt ihr was. Hier, nimm diese Kugel. Ich habe sie in einer der Flossen gefunden. Oh. So, was planst du jetzt? Baust du einen Heckspoiler an? Da der Rochen jetzt gezähmt ist, würde ich ihn gerne in Rennform bringen. Willst du ihn durch einen schweren Parcours reiten? Ja. Und schwer ist genau das richtige Wort. Der Parcours ist nicht einfach, auch für mich. Man muss hier wirklich aufpassen, weil das Ding schon praktisch random die Blasen macht und nicht mehr an offensichtlichen Punkten. Es wechselt oft die Höhe und lenkt verdammt viel. Und da man ihm ja folgen möchte, kommt man da ganz gerne mal in Schwierigkeiten. Und das war's. Unglaublich, du hast echt Talent. Ich könnte einen Partner wie dich brauchen. Du kannst auch die Kugel aus der anderen Flosse haben. Gut, das macht er nach. Nummer 19 folgt sofort. So, da haben wir ihn. Die Wasserwerke haben 6 meiner Kinder entführt und sie oben in den Zahlentürmen versteckt. Ich habe etwas Sprengstoff besorgt, um die Türen der Türme zu sprengen. Wenn du die Spitze der 6 nummerierten Türme erreichen kannst, sind meine Kinder gerettet. Welcher Idiot hat das mit 4 Sternen bewertet?